Heutzutage erfährt der Faschismusbegriff eine inflationäre Verwendung. Impffaschismus, Solidaritätsfaschismus, Linksfaschismus und Rechte sind ja sowieso alle Faschisten. Und sogar die sogenannte Antifa ist nicht gefeit vor Faschismusvorwürfen. Hat der Faschismus die Weltherrschaft an sich gerissen und alle Ideologien gekapert und keiner hat es gemerkt? Darüber spreche ich heute mit dem Anwalt, Dichter und Schriftsteller Dr. Björn Clemens und dem Publizisten und Autor Werner Bräuninger. Mussolini hatte leider keine Zeit. So, nach technischen Hürden, die wir überwunden haben, begrüße ich euch und Sie herzlich zum Thema, ja, Faschismus, alles Faschisten. Wie kamen wir dazu, Dr. Clemens? Ich war ja bei einer Lesung von Ihnen zu Ihrem sehr guten Buch April, April. Da nehmen Sie ja mal dieses ganze BRD oder den BRD-Alltag satirisch auf die Schippe. Und da haben Sie unter anderem vom Impffaschismus gesprochen. Und ich bin ja danach nochmal zu Ihnen hin und meinte, ja, das mit dem Impffaschismus, das sehe ich nicht so. Ja, also ein Klaus Schwab, der hat ja, wie wir hier sehen, keine Büste von Mussolini im Regal stehen, sondern eine von Lenin. Und daher stelle ich mal die Frage, ist es sinnvoll, jeden Totalitarismus als Faschismus zu bezeichnen? Ja, Herr Krämer, also erstmal schönen guten Tag an alle in die Runde. Und Sie, meine lieben Mitdiskutanten, an die Hörer und Seher vor den Schirmen. Das ist ein abendfüllendes Thema. Man weiß gar nicht, wo man anfangen möchte. Ich greife vielleicht am besten Ihr Eingangsstatement auf, dass die Rechten sowieso alles Faschisten sind. Und das ist für mich der Ansatz. Das ist nicht dieser historische Faschismusbegriff, zu dem auch Herr Bräuninger sehr viel mehr beitragen kann als ich, sondern es ist ein politischer Begriff. Und mit dem werde ich konfrontiert, wie wahrscheinlich viele von uns, seitdem ich mich mit Politik befasse. Also ich erinnere mich noch, als ich mit 15, 16 voller Begeisterung für die Regierungsübernahme damals von Bundeskanzler Helmut Kohl mit JU und CDU-Aufklebern auf der Brotdose in die Schule kam. Dann hatte ich dahinter Hakenkreuz drauf und irgendwelche Sprüche, das seid doch alle Faschisten. Also für die Linken ist ja alles, was etwas rechts vom linken Flügel der Grünen ist, ist ja Faschismus. Und das ist ein Totschlagsargument. Und dahinter steckt aber eigentlich ein sehr langer Gedankengang, der aber ideal komprimiert wird mit diesem einen Wort. Und dieser Gedankengang lautet etwa, alles, was an politischen Ideen, mit Tradition, mit Identität und mit Nation zu tun hat, und was dieser Auflösungsagenda, die wir jetzt erleben, entgegengesetzt ist, das führt letztendlich im schlimmsten Fall zu Angriffskriegen und im spezifisch deutschen, weil faschistischen Fall zu Auschwitz. Ja, das ist ja so der Gedankengang, den kann man noch weiter ausführen mit der deutschen Sonderwegstheorie. Und vieles spielt da rein, was von inneren und äußeren Feinden seit Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten gesagt und behauptet wird. Und dafür haben die ja, also, das ist eine propagandistische Meisterleistung, diesen Begriff Faschismus gefunden. Das ist eine Totschlagvokabel geworden, mit dem sie alles erschlagen, wo sich alle auch versuchen zu wehren, insbesondere die Rechten. Die werden nämlich durch die Nutzung dieser Vokabel sofort in eine Abwehrhaltung gedrängt und müssen sich dann erklären. Die müssen nicht ihre politischen Konzepte erklären, sondern sie müssen erstmal den Angriff von sich abwehren. Und daran ist die konservative oder nationale Sache bis heute gescheitert. Und das war für mich der Ansatzpunkt zu hinterfragen, was steckt denn hinter diesem Vorwurf? Welches Verhalten brandmarkt denn die Linke oder die Antifa, wenn sie den Faschismusvorwurf erhebt? Und für meine Begriffe sind das genau die gleichen Dinge, die man sofort zurückspiegeln kann und sieht nämlich,
dass diejenigen, die diesen Begriff gebrauchen, wahre Meister des Faschismus sind. Und deshalb habe ich auch vom Faschismus gesprochen. Ja, aber das sehe ich anders zum Beispiel. Dann wäre ja der Katholizismus Faschismus, der Kommunismus wäre Faschismus. Und ob man sich dann Gefallen tut, das alles über einen Kamm zu scheren und ob wir dann sogar der Gegenseite nicht noch Recht geben und alles Böse als Faschismus bezeichnen. So, dann haben die ja gewonnen. Da sagen wir, ja stimmt, Faschismus ist alles Böse, aber ihr seid's ja auch. Sage ich nein, ihr seid keine Faschisten, ihr seid Kommunisten oder was weiß ich, was für ein Totalitarismus dahinter steckt. Ja? Oder war es denn der Faschismus, der die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hat? Oder war es der Faschismus, der Vietnam überfallen hat, der Serbien bombardiert hat? Nee, das waren demokratische Regime. Und warum soll ich denn die jetzt als Faschismus oder als faschistisch bezeichnen? Da nenne ich über den richtigen Namen und das ist Demokratur oder eben Kommunismus. Die bezeichne ich auch nicht als Faschismus. Bitte? Bezeichne ich auch nicht als Faschismus. Ich bezeichne eine ganz bestimmte Geisteshaltung damit, die von Intoleranz geprägt ist, die von einem sehr hohen Grad von Fanatismus geprägt ist, die den Gegner überhaupt nicht zu Wort kommen lässt und in der eine aggressive, freiwillige Unterwerfung aller derer zu verzeichnen ist, die da mitmachen. Und das ist für mich auch die Besonderheit. Das hatten wir zum Beispiel im Bolschewismus nicht, als die Bolschewisten sich an die Macht gesetzt hatten in der russischen Revolution. Da fing der Bürgerkrieg erst an, mit vielen Hunderttausenden oder sogar Millionen Toten, die weißen Generale, das ist ja alles bekannt. Und das war in Deutschland war das anders. Als hier die Nationalsozialisten an die Macht kamen, haben die Leute, die Bürger keinen Widerstand geleistet, sondern sie sind in die Partei eingetreten. Und dieser Mechanismus, dieser spezifische Mechanismus, den hat man auch gerade hier in dieser Impfphase, in der Corona-Phase festgestellt, als der Staat mit einem für mich nie gekannten Angriffskrieg gegen die Bürger hervorgetreten ist, gab es zwar hinterher auch erfreulichen Widerstand, es gab aber auch ein unglaubliches, erstaunliches Maß an freiwilligen Mitmachen, an Blockwartmentalität, wo also der Staat gar nicht so gebraucht wurde, sondern die Bürger untereinander sich denunziatorisch kontrolliert haben. Mhm. Das zählt für mich also auch dazu. Da ist jetzt, was Sie da sagten, Hiroshima und so weiter, das sind für mich jetzt andere Kategorien. Das sind ja keine Systemkategorien. Ja, aber da könnte man ja genauso gut sagen, das sind unmenschliche Dinge, so wie sie ja auch sagen, dass man die Antifa als Faschisten bezeichnen sollte. Ne? Darauf meinte ich das gemünzt. Aber Werner, wie siehst du das denn? Würdest du da mitgehen und sagen, dass all diese Totalitarismen, die wir auch jetzt aktuell erleben, ist das gleichbedeutend mit Faschismus oder gibt es da noch Unterschiede? Natürlich ist das nicht, erstmal hallo zusammen, guten Abend. Natürlich ist das nicht gleichbedeutend, vielleicht aber nochmal zwei Schritte zurück. Man muss ja zunächst mal zur Grundlage nehmen, dass wir es hier mit einem Begriff zu tun haben oder besser mit der Erfolgsstory eines Begriffes, den eigentlich überhaupt keiner von denen, die ihn vorzugsweise verwenden, mit Inhalt füllen kann. Das heißt, wenn man heute, egal ob in der medialen Welt oder Antifa oder wer auch immer, wenn man konkret nachfragt, was ist denn eigentlich Faschist im Wortsinne, dann würden wahrscheinlich 90% zunächst mal entweder dumm aus der Wäsche gucken oder irgendwas völlig Unsubstanzielles von sich geben. Vielleicht mal dazu auch zwei Schritte in die Historie, weil dann kann man auch viel besser die Frage von dir gerade beantworten. Es begann ja damit, dass in den 20er, frühen 30er Jahren die KPD, die SPD als unliebsame Konkurrenz damals schon als Sozialfaschisten gebrandmarkt hat. Was natürlich in der damaligen Zeit auch ziemlich hart für die SPD war, weil wir wissen ja, in den 20er Jahren begann der Siegeszug von Mussolinis Faschismus. Also der Begriff hatte damals ja noch eine ganz konkretere Bedeutung, als wir das heute haben. Und dann hat sich halt eingebürgert nach 1945
völlig ohne jede geistige Grundlage oder jedes Durchdenken, dass Faschismus in den ersten Jahren, insbesondere im Osten, erstmal mit der primitiven Formel Oberklassenherrschaft gekennzeichnet wurde, was natürlich auch völliger Humbug ist, aber das ist natürlich eine linke Interpretation gewesen. Und dann, der Dr. Clemens hat es schon angedeutet, dann hat sich das immer mehr zum Selbstläufer entwickelt, dass wir heute effektiv da sind, dass faschistisch im Grunde jede rechte, rechtsgerichtete, konservative Denkungsart ist, die eben dadurch dämonisiert und kriminalisiert werden soll. Mhm. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch aufgrund von historischen Bezügen, weil mich das eben immer so stört. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht von einem Impffaschismus sprechen. Ich weiß zwar, was damit gemeint ist und die Inhalte sind für mich auch plausibel, aber wir sollten den Faschismus da lassen, wo er ist, nämlich in der historisch korrekten Einordnung. Ja, ich habe da nämlich mal, oder möchte ich mal was zitieren aus Armin Mohlers Faschistischer Stil. Und zwar geht es um eine Begebenheit, ein Telefonat von einem Sohn, der gefangen genommen wird. Es geht um die Belagerung von Alcazar. Ich lese einfach mal vor, der Sohn. Papa, Moscardo, ja. Was gibt es, mein Sohn? Der Sohn, nichts. Sie sagen bloß, dass sie mich erschießen werden, wenn du den Alcazar nicht übergibst. Moscardo, also der Vater, dann empfiehl deine Seele Gott. Rufe Viva España und stirb wie ein Patriot. Der Sohn, ich umarme dich, Papa. Moscardo, ich umarme dich, mein Sohn. Dann fügt er für den Chef der Milizen, die wieder den Hörer übernommen hat, hinzu, ihre Frist ist nutzlos. Der Alcazar wird niemals übergeben. Moscardo hängt ein und dein Sohn wird unten in der Stadt erschossen. Das ist ja Pathos, ja, das ist so Heroismus und sehe ich in der BRD gar nicht. Selbst der sogenannte Impffaschismus, im Grunde genommen war das ein Totalitarismus des Triebprimitivismus. Ja? Also die Leute machen mit, weil sie wieder in die Kneipe wollen oder was weiß ich. Und das heißt, diese faschistischen Züge, tut mir leid, die kann ich da nicht erkennen. Und da ist eben die Frage, macht es oder ergibt es Sinn, den Faschismus auf jede plumpe Diktatur oder diktaturähnliche Strukturen anzuwenden? Oder, wie Werner das sagt, dass man das mit Inhalten füllt? Und ich bin eher für Letzteres, weil ich finde, dass man unsere Gegner auch mit ihren Bezeichnungen beim Namen nennen sollte, denn sonst fällt das ja vollkommen unter den Tisch und wir nehmen da quasi diese Argumentation auf. Zum Beispiel hier blende ich mal gerade ein, Kompakt macht das leider auch, der neue Faschismus, ja? Elsässer und kleine Hartlage, der neue Faschismus. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Also wieder dieses Rumdrehen. Und da erinnere ich mich an noch eine Begebenheit. Und zwar nannte mal jemand die Antifa eine rot lackierte SA. Ich weiß nicht, warum man die dann nicht direkt mit der roten Fahne oder Rotfrontkämpfern gleichsetzt. Rot lackierte SA. Und da hat sich ein ehemaliger SA-Mann zu Wort gemeldet und er war entsetzt, dass er und seine ehemaligen Kämpfer auf eine Stufe gestellt wird mit so einem arbeitsscheuen, drogensüchtigen Gesindel. Ja? Und das würde ich zum Beispiel auch niemals sagen, die Antifa eine rot lackierte SA. Also diese ganzen, immer alles Negative, immer auf Faschismus und Drittes Reich, da tun wir denen doch nur einen Gefallen der Gegenseite. Wenn ich auf das eingehe, was Sie gerade und insbesondere Herr Bräuninger gesagt hat, den Begriff geschichtlich sehe, dann ist es in der Tat richtig, dann kann man heute nicht vom Faschismus sprechen, dann kann man aber auch im Dritten Reich nicht vom Faschismus sprechen. Mhm. Dann gab es einen Faschismus, eine ganz konkrete geschichtliche Erscheinung und das war die unter Mussolini begründete Herrschaftsform. Nun hat sich allerdings zunächst aus politischen Gründen eine Ausdehnung ergeben. Das war eine Notwendigkeit in der
marxistischen Dialektik, in der ja eigentlich ein Faschismus oder Nationalsozialismus gar nicht hätte passieren dürfen. Die hatten ja eine Geschichtsauffassung, dass sich alles organisch weiterentwickelt und zwangsläufig und danach hätte nach dem Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft gleich die sozialistische beginnen müssen. So, hat sie aber nicht. Da haben sie also im Nachgang, und zwar war das zum ersten Mal 1935 oder wie Herr Bräuninger sagte, auch schon mit diesen Sozialfaschisten, haben aus der Not, ihre eigene Theorie zu retten, haben die Marxisten dann gesagt, naja, aber erst muss jetzt doch die bürgerliche Gesellschaft nochmal in eine härtere Form umschlagen, bevor es dann wirklich ganz umschlägt. Ähnlich oder auf dieser Ebene hat dann in den 80er Jahren Ernst Nolte auch argumentiert. Der hat ja dieses bekannte Buch geschrieben, Der Faschismus in seiner Epoche, und hat es da als Oberbegriff gewertet und im Grunde damit auch schon verwässert. Und dem ist der Armin Mohler durch das von Ihnen genannte Buch so ein bisschen entgegengetreten, der nämlich den Faschismus nicht inhaltlich, sondern formalistisch, stilistisch, ästhetisch auch begründet hat. Da könnte man aber nach dieser Methode auch das auf die Sowjetunion beispielsweise übertragen, ja? Denn im Baustil und in der Militärästhetik waren die vom Dritten Reich gar nicht so verschieden. Also das ist eben dann die Frage, ob man dann noch einen anderen Begriff findet. Aber mein Ansatz war halt, und es ist auch politische Taschenspielerei, da gebe ich Ihnen recht, ja, auch was Elsässer macht, weil es einfach nicht möglich ist, einen anderen Begriff jetzt nach Jahrzehnten, der so besetzt ist, wie den Faschismus zu nehmen. Und ich greife da auch auf das Selbstverständnis dieses Staates zurück, dass ich in einem Urteil, was mit dem historischen Nationalsozialismus zu tun hat, nämlich ein Beschluss ist es vom Bundesverfassungsgericht von 2009, da sind ganz lange geschichtsphilosophische Auffassungen Auffassungen enthalten und Ausführungen. Und da heißt es, der Nationalsozialismus und das Dritte Reich haben für die Bundesrepublik eine gegenbildliche Identitätsprägung. Also die Bundesrepublik sagt von sich selber durch die Stimmen des Bundesverfassungsgerichts, wir sind genau das Gegenteil dessen, was früher war. Das heißt also, in der Logik wäre das so gesagt, wir setzen da nur ein anderes Vorzeichen vor. Also statt 3 machen wir jetzt -3. Statt x machen wir jetzt nicht x. Mhm. Aber dann ist inhaltlich genau das Gleiche, nur mit einer anderen Farbe. Und daher daraus gibt sich dann auch ergibt sich der Sinn dieses Begriffes des rot lackierten Faschismus, weil in der Methodik, nicht rundheraus, aber in der Methodik, wie man dem Gegner gegenübertritt, ist das vergleichbar. Natürlich nicht mit allen Auswüchsen, KZs und so weiter, das haben wir hier nicht. Ja, da würde Mohler sogar Ihnen auch widersprechen, weil der hat nämlich geschrieben, in Regimen mit stark faschistischen Akzenten gibt es jene anonyme Massenliquidationen nicht, wie sie im russischen Bolschewismus seit dem Bürgerkrieg oder dem NS in seiner Kriegsphase weiterführte. Nicht der anonyme Terror, sondern die direkte Gewalt, die auch Symbol ist. Ja, also da zieht er sehr... Bitte? Das ist doch genau das, was ich sage. Diese Massenterror haben wir hier nicht. Den haben wir auch bewusst nicht, weil man ja diese Vergleichbarkeit nicht haben will. Also Massenterror haben wir hier nicht. Ja gut, aber dann fehlen ja wieder dieser Stil und der Pathos und dass eben der Faschismus diese Überhöhung des Kriegsmythos, zum Beispiel wie Ernst Jünger oder Armin Mohler bezeichnet sich ja selber auch als Faschist. Ja. Also genau das haben wir aber hier gehabt. Denken Sie doch mal an diese ganze Propagandalawine, als es da losging mit wir müssen solidarisch sein. Also das war Pathos im Höchstmaße. Wir müssen die Großeltern retten. Und dann war auch ein richtig gehendes Kriegsvokabular im Kampf gegen das Virus. Und wenn ich diese Verordnungen lese, aber genau das war, da fing ja die Vergleichbarkeit an. Und als dann der Ukraine-Krieg ausbrach, da war es ja wieder auch so, überall die blau-gelben Fahnen hier in Deutschland. Und diese Kriegsbegeisterung und Kriegstreiberei, das haben wir ja heute noch. Ja, aber trotzdem, ich denke, Werner. Ja, was Dr. Klemann sagt, ist in meinen Augen eigentlich nichts anderes als Neototalitarismus. Ja. Das hat in meinen Augen mit Faschismus wenig zu tun. Was wir hier momentan erleben, in der sogenannten bunten Republik Deutschland, ist
totalitär oder sagen wir mal an der Schwelle dorthin. Das wird sich mit Sicherheit noch zuspitzen die nächsten Monate und Jahre. Aber ich finde, wir sollten hier auf der Rechten, so nenne ich es mal, sauber und eindeutig sein und uns nicht der Terminologie des Feindes bedienen. Ich sag mal, Kurt Schumacher zum Beispiel, der SPD-Vorsitzende nach 1945, der hat ja zum Beispiel auch von der SED und von der FDJ als rot lackierten Faschisten gesprochen. Das ist ja keine Erfindung, die jetzt erst kürzlich irgendwie hochkam mit dem Begriff, was natürlich auch nicht ganz korrekt war. Aber wir, finde ich, sollten zumindest in Anführungszeichen mit gutem Beispiel vorangehen, den Begriff Faschismus wieder eine ganz konkrete Bedeutung zu geben. Mhm. Wenn wir das tun, dann glaube ich auch, das ist natürlich eine Frage auch der Streuung der Medialen, wie weit es in die Köpfe der Leute reingeht, ist das natürlich auch eine Waffe, indem wir diese ganze inflationäre Verwendung dieses Scheinbegriffs wieder zurückführen auf das, was es eigentlich in der Bedeutung war und auch einen gewissen Anteil dazu beitragen, dass wir den Gegner auch entlarven mit der Verwendung dieses Begriffes. Das wird uns natürlich nur dann gelingen, wenn wir vielleicht irgendwann um 20.15 Uhr mal eine Stunde Sendezeit haben auf RTL, ARD oder ZDF. Das wir fangen schon mal im Kleinen an. Aber wie gesagt, wir sollten dieses Spiel mit dem Begriff Faschismus einfach nicht mitspielen und versuchen, ihm aus dem Wege zu gehen oder da, wo wir es können, einfach aufzuklären. Was Dr. Clemens inhaltlich sagt, das unterschreibe ich voll und ganz. Mhm. Das ist aber letztlich für mich nochmal totalitär. Und vielleicht noch ein Unterschied, also der Faschismus, der sieht ja den Krieg nicht als einen Akt der Befreiung, sondern den Kampf an sich. Und das ist ja nicht gewesen der Krieg gegen Virus oder in der Ukraine. Ja. Da wird ja gerade was von Befreiung und Schutz und sonst irgendwas gesehen. Ne? Aber dem Faschisten, ne, der sieht ja den Kampf, die Handlung als ästhetisches Motiv und nicht der Sinn dahinter. Ja, das, was du gesagt hast, das wäre jetzt eher so die jüngersche Terminologie, der Krieger, ne? Kampf um des Kampfeswillens oder Kurt Eggers fielen mir da ein. Der Faschismus war eigentlich gar nicht so krass unterwegs. Das ist auch eines der Bilder, die wir im Kopf haben. Im Grunde genommen gibt es eine ganz entscheidend simple Aussage von Mussolini. Und der Faschismus war ja im weitesten auch relativ einfach gestrickt, wenn man mal von seiner etwas ausführlicheren Doktrin absieht. Also Mussolini hat mal, als er gefragt wurde, was ist eigentlich der Faschismus, nichts weiter gesagt als der faschistische Staat ist der Wille zu Macht und Herrschaft. Genau. Und das ist, weiß nicht, Herr Clemens, wollten Sie noch was dazu sagen? Weil da hätte ich jetzt noch eine Ergänzung. Ja, bitte, bitte. Das ist nämlich auch interessant. Dass also laut Gottfried Benn, das war ein Künstler im Dritten Reich, der mit diesem italienischen Futurismus geliebäugelt hat und sich da keine Freunde in Deutschland gemacht hat, da vielleicht auch gleich nochmal der Unterschied Nationalsozialismus, Faschismus, aber hier sagt er, gibt es drei grundlegende Werte des Faschismus, das Schwarzhemd in der Farbe des Schreckens und des Todes, der Kampfruf Arnoi herüber zu uns und das Schlachtenlied Jugend. Alles Form und Stil, keine Gesinnung, Weltanschauung oder Rasse und Volksgemeinschaft. Und das ist das, was du sagtest, Werner, nur Staat, nicht Volk. Ja, und das ist auch nochmal so ein Riesenunterschied, indem man wieder alles über einen Kamm schert. Dritte Reich, das war ja Faschismus, Unsinn. Faschistisch, das war sogar eine Vokabel für Kritiker des NS. Und es gab auch in der Literatur spezielle Unterscheidungen oder Literatur, die dafür gesorgt hat, NS von Faschismus zu unterscheiden. Zum Beispiel von Ernst Raue. Die ideologischen Grundlagen der Staats- und Wirtschaftsauffassung des NS mit vergleichender Betrachtung des Faschismus von 1934 oder Kurt Ziegler, Faschismus und NS, eine politisch-ökonomische Untersuchung. Ja, also da gibt es noch mehrere Sachen.
Faschismus und NS eine Untersuchung sozialer, politischer Wesensunterschiede anhand eines Vergleichs der Charta del Lavoro, das war die Charta der Arbeit von 1927, mit dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Ja, also wenn man da wirklich mal ins Detail geht, das ist nicht das Gleiche. Ja, und ich meine, gut, erzähle ich euch ja jetzt nichts Neues, ja, aber genau diese Unterscheidungen sollten wir auch mal nach außen tragen. Ja, es ist ja völlig richtig, das sagte ich ja anfangs, wenn man wirklich nur die konkrete geschichtliche Phase nimmt, gibt es nur den einen Faschismus. Sie haben das richtig gesagt, dass im Nationalsozialismus sich auch dagegen verwahrt wurde, also Okkupanten des Faschismus oder gar Nachmacher zu sein. Während Sie ja auch gleichzeitig gesagt haben, der Nationalsozialismus sei auf andere Staaten nicht übertragbar, da gibt es ja auch genügend Äußerungen, dann wäre unsere Diskussion heute beendet, das ist so. Und ich gebe Ihnen auch beiden recht in der Aussage, dass man prinzipiell nicht dem Gegner die Begriffsbildung überlassen darf. Aber ist auch nicht so einfach, weil wir haben jetzt 100 Jahre politische Diskussion, seitdem der Faschismus aufgekommen ist. Und da hat sich dieser Begriff zu einer Metapher entwickelt. Und da muss man fragen, was meinen diejenigen, die ihn verwenden? Und ich meine, das fällt in hohem Maße auf die zurück. Ja, die erheben den Faschismusvorwurf und merken gar nicht, dass sie sich zumindest ähnlich verhalten wie diejenigen, auf die sie mit Fingern zeigen. Wenn Sie gerade sagten, Herr Krämer, Faschismus ist der Wille zu Macht und Herrschaft. Da fallen mir einige Leute ein, in dieser Republik auch höchste Repräsentanten, denen es um nichts anderes geht als Macht und Herrschaft und die gerade auch dabei sind, dafür Errungenschaften des Grundgesetzes zu biegen und zu beugen und zu brechen, dass gar nichts mehr davon übrig bleibt. Natürlich hinkt dieser Vergleich genauso wie es wurde. Ein Satz vielleicht noch, wenn ja immer wieder als Warnzeichen jetzt aufgestellt wird von politisch interessierter Seite, ja, aber wir kommen jetzt vielleicht bald Weimarer Verhältnisse mit den vielen Parteien. Nee, die bekommen wir natürlich nicht. Weimar war ganz stark davon geprägt, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte und durch den Versailler Vertrag in einem Maß geknechtet und an der wirtschaftlichen Entwicklung gehindert war, dass das wirklich das ganze gesellschaftliche Leben bestimmt hat. Das ist halt jetzt nicht so. Also Weimarer Verhältnisse in dem Sinne konnte man nur in Weimar haben. Nur wenn die Leute heute sagen oder fragen, kriegen wir wieder Weimarer Verhältnisse, dann ist das ja eine bestimmte Metapher, die steht für Instabilität, die steht für Inflation, für allgemeinen Niedergang. Da kann man, finde ich, schon sagen, oder die Frage stellen, haben wir ja Weimarer Verhältnisse oder kriegen wir sie nicht? Wohl wissend, dass wir sie natürlich nicht kriegen kann, weil wir leben nicht mehr 1924, sondern 2024. Können wir keine Weimarer Verhältnisse. Ja, 100 Jahre Jubiläum, ne? Ja, ich meine, gut, das ist ja schon mal interessant, dass wir uns zumindest da einigen können, was die Begriffseinordnung ist. Aber dann bleibt halt immer noch zu klären, ob es geschickt ist, so zu die Sache Hand zu haben. Ja, weil wie gesagt, jeder, da kommen wir vielleicht mal über die Symbolik des Faschismus vielleicht, über die Faschia, also dieses Liktorenbündel. Wir hatten ja gesagt, oder Sie, glaube ich, Dr. Clemens, dass Ernst Nolte das ja schon eingeengt hat. Also er hat ja die Epoche des Faschismus mit nach dem Ersten Weltkrieg und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat er ja so eingeengt, möchte ich mal sagen. Und das ist ja auch das, was Armin Mohler in seiner Schrift Der faschistische Stil versucht hat aufzubrechen. Also mir geht es auch heute in der Sendung mal generell über diesen Faschismusbegriff zu sprechen. Wo kommt das überhaupt her? Und da stellt sich mir eigentlich die Frage, warum man da erst nach dem Ersten Weltkrieg anfängt. Denn die Symbolik, die geht ja zurück bis ins alte Rom. Und ich habe jetzt mal so eine kleine Übersicht. Ich klicke das mal durch. Ich lese mal vor. Für Sie ist das wahrscheinlich alles ein bisschen klein. Die Fasces von Plural lateinisch
Fasses ist ein Bündel aus mehreren hölzernen Ruten, daher oft auch Rutenbündel genannt, in denen ein Beil steckt. In der Antike war es das Amtssymbol der höchsten Machthaber bei den Etruskern und später im Römischen Reich. Die Fasses wurden diese von ihren Amtsdienern, den Liktoren, vorangetragen und werden daher auch Liktorenbündel genannt. In neuerer Zeit wird das Liktorenbündel von Staaten verwendet, die einen Bezug zum Römischen Reich herstellen möchten, etwa von Frankreich, von den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch das faschistische Italien und die faschistische Sozialrepublik verwendeten dieses Machtsymbol. Eine mögliche Deutung könnte die Symbolik sein, dass ein einzelner Stab leichter zu brechen ist als ein Stabbündel. Das Beil stand als Symbol für die Todesstrafe, die von den Amtsträgern angeordnet werden konnte. Ja, das ist ja gar nicht mal so unsympathisch. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Bilder an. Also hier haben wir das. Moment, wo sind wir? Hier. Antikes römisches Relief, zwei Liktorenbündel. Dann haben wir hier das Emblem der Kispadanischen Republik bereits 1797. Sehen wir hier gekreuzt. Dann republikanisches Liktorenbündel im Siegel des Senats der Vereinigten Staaten. Ist jetzt nicht überraschend. Hier der ersten französischen Republik 1791. Hier nochmal die Kispadanische Republik. Hier, das kennt man ja, Liktorenbündel auf der Flagge Mussolinis im italienischen Faschismus. Ja, hier haben wir es auch in der Mitte. Da Obama, der alte Faschist. So, jetzt wird es interessant. Breitenheim, Rheinland-Pfalz. Jetzt kommen die Faschisten aus Rheinland-Pfalz. Dann hier Legau, Bayern. Uerlingen-Birkendorf in Baden-Württemberg wird ebenfalls so ein Rutenbündel verwendet. Nochmal Baden-Württemberg. Kirchzarten-Zarten. St. Gallen. Jetzt kommen die Faschisten aus der Schweiz. Also es war ganz interessant, wo das alles Verwendung fand. Tolochenatz im Kanton Waadt. Sogar in Litauen. Hier muss ich es gerade mal suchen. Ach hier, genau. Hier links auf der Seite sieht man es. Dann Emblem der Guardia Civil aus Spanien. Selbst die haben das Lektorenbündel. Ja, hier dachte ich erst, da sind schon wieder die Regenbogenfahnen. Aber nein, das ist das Wappen Ecuadors. Ebenfalls mit Rutenbündel. Wappen Kameruns. Hier Kolumbien. Ja, hier der Abraham Lincoln. Auf so einem Thron mit Rutenbündel. Bündel als Armlehnen, 10-Cent-Münze, Siegel des Administrativen Office of the United States Court. Ja, hier, Amerika ist klar, hier sogar mit Bundesstaates Colorado, das Siegel mit Illuminatenauge darüber. Also wir sehen eine sehr weite Verbreitung. Und hier sogar Wappenschild des Kardinals Mazarins von 1602. Ja, also das geht ja, da frage ich mich eigentlich, warum denn die Historiker heute eigentlich erst anfangen mit Mussolinis Faschismus. Müsste man da eigentlich nicht viel früher anfangen? Und was diese Symbolik angeht, also wir kennen das ja mit dem Streichholz. Ein Streichholz kannst du brechen, eine ganze Streichholzschachtel nicht. Ebenso wie mit diesen Ruten. Da will ich mich auch gar nicht freisprechen. Ja? Also sich zu vereinigen ist doch eigentlich ein ehrenwertes Ziel. Und wer macht das nicht? Jede In-Group, Out-Group, also Eigengruppe, Fremdgruppe verhält sich doch so. Ja? Da kann ich vielleicht was zu sagen, Herr Frank. Mhm. Das Liktorenbündel ist es ja nicht alleine, das den Faschismus symbolisiert hat. Aber das ist natürlich das herausragendste Kennzeichen gewesen. Viel interessanter und vielleicht auch wichtiger scheint mir vielleicht zu sein, dass der Begriff Fasci, nämlich der Bund, nicht das Bündel in dem Fall, sondern der Bund,
dass dieser Begriff lange, lange vor Mussolini und dem Faschismus, zig Jahre vorher in Italien, ein absolut eingeführter Begriff war. Es gab Fasci für alles Mögliche, auch in der Politik. Nur Mussolini hat eben dann den Fasci di Combattimento ins Leben gerufen, die spätere faschistische Partei, nämlich den faschistischen Kampfbund. Das ist eigentlich noch spannender, finde ich, als das Symbol an sich, das Lektorenbündel, das quasi überhaupt nie in der Diskussion, gut, kann man wahrscheinlich bei dem Niveau in der Bundesrepublik auch nicht erwarten, dass mal klargestellt wird, es ist nichts anderes als ein Bund, sagen wir mal, wie der Deutsche Beamtenbund. Das wäre dann der Fasci, die, keine Ahnung, Governo oder sonst was, weiß nicht, was Beamte heißt in Italien. Also auch hier sind wir doch wieder bei der Begrifflichkeit und natürlich auch der verordneten Dummheit, die hier einhergeht, wenn man den Begriff irgendwo überhaupt herleiten will. Und was du vorhin gesagt hast, das ist tatsächlich so, das werden die Leute wahrscheinlich auch mit Staunen zur Kenntnis nehmen, wenn sie es wüssten, es gab gerade im Nationalsozialismus, im Dritten Reich, gab es regaleweise Literatur, wo die Unterschiede wirklich klar gemacht wurden zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Das führt natürlich auch die ganze Verwendung des Begriffs oder würde sie ad absurdum führen. Also hier ist so viel Unwissen und Unaufgeklärtheit bewusst, die den Begriff so schwammig werden lässt. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, warum insbesondere die Linke den so inflationär auch verwenden kann. Aber Mussolini hat ja sich nicht aber auch mit dieser Verwendung auch an das alte Rom angelehnt, an das Imperium? Ja, aber nicht zu Beginn. Also das kam erst, wir müssen ja beim Faschismus eigentlich grob drei Phasen unterscheiden. Den Bewegungsfaschismus, also die Zeit der Fasci di Combattimento. Dann nach der Machtübernahme, nach dem Marsch auf Rom, den Aufbau des Stato Totalitario, also des totalen Staats. Da kamen einher dann auch viele, viele Anleihen aus der römischen Antike. Das Lektorenbündel war damals nur ein Symbol. Da ist man nicht in der Bewegungszeit groß auf das alte Rom eingegangen. Und man ist auch wieder etwas davon abgerückt dann in der letzten Phase, nämlich dieser Repubblica Sociale Italiana, nachdem Mussolini gestürzt wurde, hat er ja in Italien, in Norditalien, ein sozialfaschistisches neues Staatsexperiment ins Leben gerufen, die italienische Sozialrepublik, die also im Grunde genommen weit, weit links stand unter heutigen Begrifflichkeiten. Und da hat man sich weitgehend auch getrennt von diesen ganzen römisch-antiken Ideen. Also da könnte man noch eine Stunde referieren, aber das würde zu weit führen. Ja, ist jetzt heute auch nicht in dem Sinne das Thema, aber ich denke mal, so einen kleinen Schwenk, um mal die Symbole und auch mal die Bedeutung oder auch erstmal in einem historischen Kontext zu setzen, fand ich das jetzt eigentlich unausweichlich, dass man mal darüber auch mal spricht. Ne? Ja, Herr Krämer, das ist völlig richtig und ich glaube sogar gerade Ihre Hinweise auf diese amerikanischen vielen Staaten, der ist auch historisch sehr weitreichend, weil die USA sich explizit auch in der Folge Roms sehen, also in der funktionalen Folge als Weltmacht und als einzige Weltmacht. Da gibt es auch ein entsprechendes Buch, was ich für ausgesprochen lesenswert halte, weil das die Zusammenhänge, die wir jeden Tag erleben, sehr gut entschlüsselt. Das kann man machen. Das andere ist eben, dass sich die Begriffe von der konkreten Historie ablösen und generalisieren. Und dann wird möglicherweise Jahrzehnte später was völlig anderes darunter verstanden, als was es eigentlich war. Das haben wir in ganz vielen anderen Gebieten haben wir das auch. Wir haben es zum Beispiel auch in so einem Begriff, den man ja heute oft auch hört, wird ja auch auf diesen Staat zum Teil übertragen, wir hätten ja eine Art von Zivilreligion. Da kann man auch gleich sagen, das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt keine Zivilreligion, weil eine Religion durch eine göttliche Offenbarung gekennzeichnet ist und eine Gottheit, an die man glaubt. Dann kann es keine Zivilreligion geben. Trotzdem finde ich diesen Begriff sehr treffend und sehr richtig,
weil nämlich andere Elemente des Religiösen sehr wohl auch bei der Zivilreligion mitspielen. Beispiel, dass Dinge ungefragt einfach geglaubt werden, obwohl sie hinterfragt werden könnten, weil es politische Zusammenhänge sind. Und wenn dann einfach geglaubt wird, dann ist das eben eine Art religiöser Aspekt, der aber in dem Fall mit Gott nichts zu tun hat. Trotzdem halte ich es für richtig, bei bestimmten Zusammenhängen von zivilreligiösen Erscheinungen zu sprechen, weil das ein gewisses Schlaglicht setzt. Und das ist für mich, aber ich will mich da auch nicht ständig wiederholen, wir kommen da auch nicht auf einen Nenner, müssen wir auch nicht. Das ist für mich der Beweggrund gewesen, in dem Vortrag etwa von Impffaschismus zu sprechen. Denn ich möchte damit auch noch, das haben wir vielleicht noch nicht angesprochen, einen ganz bestimmten Aspekt beleuchten, der allerdings dann tatsächlich auch in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Und das ist dieser besondere, auch fast schon religiöse Fanatismus. Und das hat man so in anderen Staaten nicht gesehen, insbesondere nicht aus der Bürgerschaft. Das habe ich mir von vielen Freunden und Mitmenschen erzählen lassen, aus Rumänien oder aus Holland. Da ist natürlich auch, sind die Corona-Regeln befolgt worden, oder aus Südafrika, dort habe ich einen guten Freund. Aber so Augenzwinker nach dem Motto, wir müssen es ja machen, es gefällt uns allen nicht. Und da wurde ein Bußgeld auch nur verhängt, wenn es gar nicht anders ging. Und das war wiederum in Deutschland völlig anders. Also was ich da mitbekommen habe, auch zum Teil nur am Rande an Strafverfahren oder Bußgeldverfahren. Der Kollege Sattelmeier, der in dem Vortrag war, der könnte da viel länger von reden. Er hat hunderte solcher Verfahren. Und die haben sich eben auch, das habe ich selber auch mal in einem Fall erlebt, das kann ich vielleicht ganz kurz ausführen, an einem Amtsgericht hier in NRW. Ich sage bewusst nicht, welches das war, weil ich das Gerichtspersonal da nicht beschädigen möchte. Da wurde das Verfahren nämlich eingestellt, sehr zum Unwillen, das ging um so eine Urkundenfälschung, sehr zum Unwillen der beiden Anzeigenerstatter. Das war ein Apotheker und eine Apothekenangestellte. Die haben offensichtlich gemerkt, dass da jemand hinkam mit einer gefälschten Impfung, der das dann aufs Handy übertragen wollte, da auf diesen Nachweis. Und da könnte man eigentlich auch sagen, hören Sie mal, guter Mann, überlegen Sie sich nochmal, ob Sie das wirklich wollen, gehen Sie erstmal nach Hause und lässt es sein. Nein, was passierte hier in Deutschland? Und zwar reihenweise, da wird gleich 110 gewählt und dann stehen die Leute fanatisiert, begeistert, bei Gericht fiebern fast, um endlich auszusagen, endlich diesen Solidaritätsbrecher dort vor Gericht zu sehen und niedermachen zu können. Diesen Aspekt, ja, da finde ich einfach kein Wort, das es richtig trifft. Hat auch mit Totalitarismus nichts zu tun. Das ist auch vielleicht das Letzte jetzt meines Monologes, was oft falsch gemacht wird. Zum Beispiel hat ja Goldhagen dieses Buch geschrieben, Hitlers willige Vollstrecker. Und da hat er den Deutschen einen ganz besonderen Hang zu Antisemitismus unterstellt. Und das ist historisch einfach, ich muss es jetzt mal sagen, Bullshit. Weil es war nicht der besonders ausgeprägte Antisemitismus in Deutschland. Er war in anderen Staaten viel größer. Polen, Ukraine, Russland. Nein, es war in Deutschland dieser besondere Unterwerfungs- und Gehorsamsfanatismus, dass die Menschen einmal eine Anordnung dann eben auch nicht hinterfragt haben, sondern da ging es halt gegen die Juden und dann mündete das in Auschwitz. Das war eine besondere Form des Extremismus, der ja in Deutschland auch in positiven Tugenden enden kann, zum Beispiel im Fleiß, genau, in der Arbeitsamkeit, in der ingenieursmäßigen Tüftelei, in der Wissenschaftlichkeit. Das ist auch dieser Fanatismus. Aber wenn es dann eben an ein Regime gerät, wie wir das im Dritten Reich hatten, mündet der eben in einem Auschwitz-Fanatismus. Und das hat also Goldhagen völlig falsch historisch eingeordnet. Und diese Fanatismen sehen wir eben oft. Wahrscheinlich hat das auch dann tatsächlich eine religiöse Grundlage. Ja, durch die Reformation haben sich ja bei uns die religiösen Fronten besonders verhärtet. Und das ist dann Teil der Gesamtmentalität geworden. Und dafür finde ich keinen Begriff. Und deshalb habe ich dann in dem Fall, wie ja wohl, ich stehe damit ja nicht alleine, wie Elsässer und andere, zu diesem Wort Impffaschismus gegriffen.
Also Sie meinen so eine Staatshörigkeit? Ja, aber so eine Frei, ja, es ist nicht nur Staatshörigkeit. Ich meine, die Deutschen, die gehorchen ja überall mit Inbrunst und Fanatismus. Leider ja, selbst den sogenannten Befreiern und den Umerziehern. Aber meinen Sie denn, dass das was typisch Deutsches ist? Ich finde jetzt leider nicht den Artikel. Es gab auch mal eine Anti-Rechtsbewegung in China, ich meine in den 50er Jahren. Da sind auch zig Millionen vermeintlich rechte Chinesen zum Opfer gefallen, die dann natürlich auch durch Denunziation dementsprechend gebrandmarkt wurden. Also meinen Sie, das ist so was typisch Deutsches, jetzt vielleicht auf Europa bezogen oder weltweit oder? Also ich glaube, ich habe mal in einem Geschichtsbuch gelesen, dass sich während des Kalten Krieges, als sich die Amerikaner und die Sowjets also bis an die Zähne bewaffnet und feindselig bis zum Ende gegenüberstanden, wenn die sich dann mal getroffen haben am Rande des offiziellen Teils und über die jeweiligen Deutschen gesprochen haben, sich darüber lustig gemacht haben, dass die Deutschen die 150-prozentigen Amerikaner auf der einen Seite sein wollten, auf der anderen die 150-prozentigen Russen. Und das ist meines Erachtens eine Eigenschaft, die ich hier auch sehe. Immer dieses Verkrampfte, dieses 150-prozentige, dieses päpstlicher sein zu wollen als der Papst. Genau das hat die Corona-Krise hier auch so bitter gemacht. Also das meine ich, das ist schon so, aber Sie werden recht haben, in China oder in allen solchen Situationen gibt es natürlich immer Leute, die sich darauf besonders hervortun wollen, sich davon vielleicht versprechen, dass sie ein besonders hohes Ansehen genießen, weil sie alles richtig machen. Also das wird sicher überall geben. Aber nehmen Sie doch beispielsweise hier auch die Europahörigkeit, die ist und mit Sicherheit in der EU bei uns Deutschen am ausgeprägtesten. Andere sagen auch, reden von Europa, weil sie nämlich von uns dann Geld kriegen. Aber die Deutschen glauben dran. Die Deutschen glauben dran. Und wenn die Deutschen von der Befreiung reden, vom 8. Mai, da machen das sicherlich einige aus taktischen Gründen, aber eine ganz große Anzahl, die glaubt wirklich, dass wir hier befreit, die glauben das, ja. Das hindert sie aber wahrscheinlich nicht, dass sie morgen was anderes glauben. Das glauben sie dann aber genauso inbrünstig und auch genauso ehrlich. Naja, das hat aber nicht nur mit der Mentalität der Deutschen zu tun, natürlich auch, sondern wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Vergleich zu unseren Nachbarländern oder überhaupt weltweit, dass wir hier seit 1945 mit einer nie vorher erprobten und nie gesehenen sogenannten Re-Education zu bombardiert wurden seitens der Alliierten und im Osten unter anderen Vorzeichen, die uns ja buchstäblich das Mark aus Knochen und Gehirn geraubt hat. Also insofern ist das bei der ohnehin schon vorhandenen Mentalität ja fast schon gar nicht verwunderlich. Ne? Heute ist es, glaube ich, auch eher nicht so der Hang, sagen wir mal, des Volkes zum Ja sagen oder zum Abnicken, sondern leider auch ein Effekt der wohl auch nie dagewesenen, historisch dagewesenen Verblödung und Verdummung der Leute. Ne? Ich will jetzt gar nicht von PISA-Studie und Bildung generell anfangen, aber das sind alles Faktoren, die da noch obendrauf kommen. Ne? Also wir haben ja überhaupt gar kein Fundament mehr von Traditionslinien, die völlig abgerissen sind, mal ganz abgesehen, wo man ansetzen könnte bei den Leuten, um ihnen auch nur halbwegs, Frank beispielsweise, so einen Faschismusbegriff mal ganz oberflächlich nur zu erklären. Man muss ja wirklich bei Null anfangen. Und das macht die Sache ja hier in Deutschland alles besonders schwer. Natürlich, alles, was wir gesagt haben, gilt in den Nachbarstaaten in gewisser Weise auch. Übrigens, was du meintest, ist wahrscheinlich die Rotgardisten in der chinesischen Kulturrevolution damals, Kann sein, ja. Ende der 60er Jahre, die ja weitaus mehr als das jetzt hier in der Endphase des Dritten Reiches war, ihre eigenen Eltern dem Henker übereignet haben und denunziert haben und so weiter. Aber schweifen wir schon wieder ab. Ja, die Vielzahl an, sagen wir mal, Voraussetzungen in Deutschland macht die Sache für uns hier noch 10-mal schwerer als anderswo. Also quasi so ein Trauma, ja, was man hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ein Trauma. Oder aber auch vielleicht der Hang zur Sicherheit. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass wir Deutschen mit die überversichertsten
Menschen sind in Europa. Also für alles gibt es eine Versicherung, ja. Also man will immer auf der sicheren Seite sein. Und wenn mir einer erzählt, ja, da kommt jetzt hier so ein Killer-Virus, oh Gott, ja, also ich kann mich jetzt dagegen nicht versichern, aber die Versicherung ist dann halt eben, sich da irgendwas reinzudrücken. Und der andere muss das auch machen, weil der könnte mich ja dann wieder anstecken oder was weiß ich. Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen, die dann eben dieses erschreckende Bild ergeben, was der Dr. Clemens gerade mal gezeichnet hat. Ja. Ja, und ich meine, je länger wir jetzt reden, desto mehr denke ich doch, dazu soll ja so ein Gespräch führen, darüber nach, ob das vielleicht doch etwas zu unpräzise ist, was ich sage, weil in dem Moment, wo sie das sagt mit den Versicherten, mit den Versicherungen, da fiel mir das deutsche Steuerrecht ein. Ja, also es ist ja auch so eine Übertreibung. Ich habe mal gehört, dass 3/4 aller steuerrechtlichen Vorschriften gibt es bei uns in Deutschland. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es so ist. Also diese Überregulierung, das ist ja auch hier so ein Wahn, also sich auch da möglichst abzusichern, das steckt ja auch dahinter, möglichst jeden Fall auch ganz präzise und ganz exakt zu verlassen. Also auch hier wieder diese Angst im 150-prozentigen. Man kann das vielleicht auch Fanatismus nennen. Zum Beispiel hätte ich mal auch sagen können, der Impffanatismus. Ja, da wäre ich vollkommen mitgegangen, ja. Aber da gebe ich Ihnen, da gebe ich ehrlich recht, weil das nicht so einen bösartigen Klang hat wie im Faschismus und mir das mehr Spaß machte, dadurch dann auch gleich auf den Urheber zu zeigen oder ich da mehr Gewinn auch versprochen habe. Wie gesagt, ich habe den Begriff ja nicht erfunden, ich habe ihn ja vorgefunden und dann übernommen. Ja, ich hatte aber den Eindruck, als ich sie darauf angesprochen hatte, da waren noch 2, 3 Leute, die gesagt haben, ja, Frank, mach mal mit dem Dr. Clemens mal ein Video dazu, weil die haben das wohl auch kritisch gesehen, dass halt immer dieser Faschismus herhalten muss für alles Böse in der Welt. Ja. Und nochmal, gut, da werden wir uns jetzt vielleicht nicht drauf einigen können. Ich bin aber mal gespannt auf die Kommentare unter diesem Video, wie die Zuschauer das sehen und bewerten, ob man tatsächlich so ob das eine gute Strategie ist, dem Gegner quasi seine eigenen Kampfbegriffe vorzuhalten oder ob man ihm damit nicht noch einen Gefallen tut und eben diesen Faschismusbegriff für alles Böse zementiert. Weil wie gesagt, ich sehe daran die Gefahr, dass Dinge wie Kommunismus, grüner Sozialismus, dass die überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden als solches. Zum Beispiel auch dieses grüne Reich in Bezug auf die Klimapolitik. Ja, vollkommener Schwachsinn. Das ist kein Reich. Das ist Deindustrialisierung. Das ist ein BRD-Gelumpe. Ja, das hat nichts mit diesen hehren Zielen zu tun oder mit dieser Ästhetik. Das sehe ich da einfach nicht. Und deswegen. Da gebe ich Ihnen in vollem Umfang recht. Das ist ein Einwand, den muss ich gelten lassen, den kann ich nicht entkräften. Und auch der generelle Einwand, dass man möglichst vom Gegner die Begriffe nicht übernehmen soll. Aber es gilt nichts ohne Ausnahme. Und erstens dauert es lange, begriffsbildend zu werden. Dann ist es so ein wirklicher Kampfbegriff. Und ihn dann zu entkernen und auf die andere Seite umzumünzen, halte ich jetzt für keine schlechte Taktik, weil es nämlich der Entlarvung dient. Das sehe ich schon, aber Sie haben völlig recht. Es ist letztlich, begibt man sich auf die Argumentationsebene auch der anderen, die Sie vorgeprägt haben. Gut, das ist so, aber das hat man halt häufig. Sie können nicht in der politischen Debatte, genauso wie beruflich, da können Sie nicht oder selten irgendeinen Vorgang konstruieren, der nur Vorteile hat. Sie müssen immer auch was in Kauf nehmen, was dann dagegen spricht und dann entscheidet die Abwägung darüber, was bietet mir jetzt mehr Vorteile, was bietet mir mehr Nachteile. Und es mag auch sein, im Laufe der Zeit oder der Debatte, dass man dann auch zu anderen Ergebnissen kommt und davon abrückt. Das mag ja auch sein, nicht? Das ist ja, sagt es eben schon, da bedienen ja solche Diskussionen wie hier, die wir jetzt führen, das dann vielleicht den eigenen Standpunkt auch in der Zukunft ein bisschen zu variieren. Im Moment sehe ich es nicht so, aber arbeite an einem neuen Buch, da habe ich 10 Thesen zur Freiheit und auch 10 Thesen zum Faschismus. Natürlich ist da auch immer ein bisschen Provokation bei, das ist ja auch klar. Ja, da man muss ja auch ein bisschen provozieren, um überhaupt gehört zu werden und die anderen zu Gedanken anzuregen. Ja. Gut, Werner, hast du noch einen Punkt? Also ich sag mal, von meinen Punkten her wären wir durch. Hast du noch irgendwie abschließend was zu sagen?
oder Ist so gut Anmerkung? wie alles berührt worden. Ich denke, wir können alle weiterhin gespannt sein, welche Blüten die ganze Terminologie noch treibt. Also ich glaube, da werden wir noch einige Überraschungen erleben, auch wenn unser einer, sag ich mal, wohl relativ wenig noch überrascht. Aber nach Potsdam und jetzt im sogenannten Superwahljahr, ich glaube, da wird noch einiges seitens der sogenannten Etablierten auf uns zukommen an Begrifflichkeiten, dass uns, ja, dass selbst uns, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, wirklich die Ohren schlackern werden. Ja, ich denke auch, da ist noch Luft nach oben. Und da werden wir auf jeden Fall noch eine Menge, ja, mit Galgenhumor eine Menge Spaß mit haben. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen, Dr. Clemens, und bei dir, lieber Werner, für die offene Diskussion. Ich denke mal, das war mal nötig. Auch aus meinem Mitstreiterkreis wurde das öfter mal mokiert. Es gibt ja immer diese Meme, ne? Und dann, ja, Linksfaschismus, Grünes Reich, alles das, was wir eben hatten. Und dass wir das einfach mal bisschen oder versuchen zu sezieren. Es ist ja ein Riesenthema. Man könnte da noch aus historischer Sicht noch wahrscheinlich mehrere Folgen drehen. Aber ja, mein Anliegen, glaube ich, habe ich heute mal zum Ausdruck gebracht, ebenso wie Dr. Clemens. Und dann muss man halt eben sehen, strategisch, was da jetzt die bessere Variante ist. Gut, also wie gesagt, liebe Zuschauer, kommentiert mal unter diesem Video, wie ihr das handhabt. Und ansonsten wünsche ich Ihnen und dir einen schönen Montag. Und ja, wir hören uns und sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao, gleichfalls. Auf Wiedersehen. Tschüss.